sitze halt einfach vor dem perfekten Aquarium für dieses Vorstellungsvideo. Hier sehen alle klasse aus. Um die hier geht's. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und das ist eine neue Pflanzenvorstellung. Heute geht es um ein Tausendblatt, ein Myrophyllum, und zwar Myrophyllum guyana. Das ist diese wunderschöne, hellgrüne, ganz feinfiedrige Pflanze. Und wie ihr Name schon sagt, die kommt aus Guyana, ist ein Tausendblatt, also eine Stängelpflanze, und ist eine echte Bereicherung fürs Aquarium. Wichtig, wenn ihr die halten wollt, das Myrophyllum guyana ist ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, eine CO2-Anlage sollte schon dran sein. Eine kräftige Beleuchtung hilft auch dabei, dass die Pflanze kompakt wächst. Man kann hier gut sehen, die wächst wirklich sehr, sehr dicht, macht viele Seitenaustriebe auf den Stängeln. Und das sieht auch einfach deutlich attraktiver aus, wenn die dicht steht, als wenn hier nur so einzelne Halme irgendwo rumstehen. Deswegen CO2-Anlage, ganz klare Empfehlung an der Stelle. Auch eine helle Stelle im Aquarium. Also im Schatten wächst die auch, aber nicht so schön. Also dann habt ihr keinen dichten Busch, sondern eher einzelne Triebe. Als Stängelpflanze ist sie wieder mal sehr, sehr unkompliziert beim Trimmen. Das heißt, ihr könnt ihr einfach schneiden, wo ihr wollt. Und an den Nodien, also an den Knotenpunkten, wo aus dem Stängel die Blätter rauswachsen, kommen dann die Neuaustriebe, und ihr könnt natürlich das abgeschnittene Pflanzenmaterial einfach wieder einsetzen, denn aus den Nodien können nicht nur Neuaustriebe wachsen, nein, es können auch Wurzeln draus wachsen. Die Nodien sind sozusagen die Multifunktionsteile der Pflanze, aus der können Neuaustriebe und Wurzeln wachsen. Das heißt, ihr müsst nicht warten, bis die Stängel irgendwie neue Wurzeln austreiben, bevor ihr die einsetzt, sondern die machen das einfach im Boden. Ist sehr, sehr unkompliziert, gilt für alle Stängelpflanzen. Bei der Position im Aquarium würde ich sagen, in großen Aquarien ist Myrophyllum guyana eine schöne Mittelgrundbepflanzung. Weil sie eben kompakt wächst, kann man sie auch klein halten. In sehr großen Aquarien ist eventuell sogar was für den Vordergrund, weil sie nicht besonders schnell wächst. Aber so traditionell würde ich sie eher in den Hintergrund setzen, weil sie eben kompakten Wuchs hat und bis an die Wasseroberfläche wächst. So wie hier im Hintergrund vielleicht noch eine Reihe rote Pflanzen dahinter setzen, dann sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Ist eine wunderbare Pflanze für irgendwie jede Stelle im Aquarium, aber vor allem für Mittel- und Hintergrund. Das Myrophyllum guyana gibt es in jeder Art zu kaufen. Gibt es das Eme aus dem Topf von Gärtnereien. Dennerle bietet das zum Beispiel an. Gibt es aber auch als In-vitro-Kultur von Tropicam, wie die zum Beispiel. Aber wir bieten sie auch als Submerse-Kulturen, also als unter Wasser gezüchtete Portion. Und meine Empfehlung ist eigentlich der Submerse-Topf, weil die Pflanze sich dann einfach nicht mehr adaptieren muss. Das bedeutet für euch, es gibt keine Stängel, die sich zwischendurch auflösen. Und bei den In-vitro-Kulturen, also ich will jetzt nicht schlecht reden, aber bei den In-vitros ist es so, dass in diesen kleinen Töpflein manchmal sehr verdrehte Triebe sind, und das ist ein bisschen nervig beim Einsetzen, die wieder auseinanderfummeln, und dann das dauert danach einfach lang. Vor allem, wenn ihr schon ein laufendes Aquarium habt und ihr wollt die Pflanze nur ergänzen, dann müsst ihr auch immer daran denken, dass eine In-vitro so hoch ist wie der Becher, also nur so ein paar Zentimeter. Und wenn ihr die dann im Hintergrund einsetzen wollt, wo schon alle Pflanzen hoch stehen, steht die total im Finsteren, wenn ihr die reinsteckt. Also das ist keine gute Ausgangsposition. Bei einer neuen Richtung hätte ich gesagt, ist der In-vitro grundsätzlich eine gute Wahl, weil da viele einzelne Triebe drinnen sind. Aber bei einem laufenden Aquarium würde ich auf jeden Fall eine Topfpflanze kaufen, weil die bereits die richtige Höhe hat, um die zu ergänzen. So, wie pflegt man die jetzt? Die Wasserwerte. Das Myrophyllum guyana hat da keine echten Überraschungen für euch. Weiches Wasser ist ganz klar im Vorteil, ist aber nicht notwendig. Also wir haben Leute, die im Leitungswasser, also sind wie mittelhart, genauso schön halten wie wir hier mit ganz weichen Bedingungen. Also ist an sich alles möglich. Zu Anfang habe ich ja schon bereits erwähnt, CO2 ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ideal würde ich sagen, der pH so zwischen 6 und 6,5. Die Carbonathärte nahe 0 und die Gesamthärte zwischen 4 und 6. Das bedeutet einfach weiches Milieu. Und eine NPK-Düngung würde ich euch ganz stark raten. Und ebenfalls Versorgung über die Wurzeln. Entweder, wenn es noch frisch ist, reicht der Soil auch erstmal aus. Aber wenn das Soil schon älter ist oder wenn ihr neutralen Bodengrund wie Sand oder Kies verwendet, würde ich euch unbedingt zu Bodengrundtabletten raten. Zum Beispiel die Masterline Root Caps. Das sind Komplettdüngetabletten, die könnt ihr einfach dazu stecken. Das würde ich so alle 3 bis 6 Monate wiederholen.
einfach alle 10 cm eine Tablette oder bei größeren Pflanzen ruhig auch mal 2 Tabletten. Zum Beispiel bei Lotus oder Echinodorus hilft das den Pflanzen wirklich auf die Sprünge. Zu guter Letzt geht es noch um die Wachstumsgeschwindigkeit und da habe ich richtig gute News für alle Lazy Gardeners unter euch. Myrophyllum guyana ist eine sehr moderat wachsende Stängelpflanze. Im Vergleich zu den Rotallas wächst sie fast schon langsam. Ich würde sagen, so viel in der Woche in etwa. Und wenn man die in einem kompakten Busch stehen hat, dann vielleicht noch langsamer. Ist also wirklich relativ pflegearm für einen mega nicen Look. Vereint also irgendwie das Beste aus beiden Welten. Sieht gut aus, macht nicht so viel Arbeit. Sehr, sehr angenehm. Alles in allem eine wunderbare Pflanze, auch für dein nächstes Aquariumprojekt. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.